So, wir sind zurück bei... Wie kommt man da wieder hoch? Wir sind hier gerade aus Versehen. Den Tower der Fantasie heruntergefallen. Ja, ich mag den Enthusiasmus. So, wir haben jetzt mein Motorrad bekommen und sind darunter gestürzt. Weil wir es konnten. Bomben haben wir übrigens auch entschärft, ne? War schon stimmig. Da hätte es, glaube ich, eine Tür. Ist das da eine Tür? Auf jeden Fall muss ich da nur wieder rauf. So, wir machen das, indem wir so machen. Ja, seht da mal, guck. Gar kein Problem. Hello, Gerard. I'm heading back to Astra to find Franz. By order of the Archon, you have been granted permission to use the Hycro Space Rift and are free to enter and exit as you wish. Gut. The records show that Franz's last destination was the Astra Space Rift. You might find him there. Safe travels. Danke schön. So, ich habe, glaube ich, erstmal kann ich jetzt andere Leute sehen und ich habe noch was hier im Inventar, glaube ich. Das ist neu, eine Aussehensgutschrift. Das heißt, ich kann einmal meinen Charakter ändern, wenn ich möchte. Ich habe hier eine Teilekiste. Kann ich benutzen. Also, stell Glückwunsch und ich bekomme Sachen daraus. Und das ist halt so Quatsch, den ich gefunden habe. Alles neu, alles schön, alles toll, alles fein. Das ist ein Fahrzeug übrigens. Dieser Würfel ist ein Fahrzeug. Benutzen. In die Sammlung. Wir bekommen aus irgendeinem Grund einen Würfel als Fahrzeug. Möchte ich aber nicht haben. Ich möchte das Motorrad behalten. So, Ausrüstung haben wir noch nicht. Kochen können wir all diese lustigen nicht teilen. Das machst du ganz fein. Ich wollte aber da reinschauen. Rucksack, Missionsitems, Währungen. Wir haben noch keine Rüstung. Die finden wir aber noch. Keine Sorge, es gibt so viel Quatsch. Und hier. Rüstungssachen für den Neonmann. Ich kann so aussehen tun. Ich kann so aussehen tun. Guck mal, ich habe da so Plastik rumhängen. Das ist, glaube ich, so eine Regenmantel drüber oder sowas. Ne? Voll doof aus. Zeitalter der Maschinen. Oder ich kann ein Sonnenstrahlreisender werden, wenn ich möchte. Oder Arbeitskleidung anlegen hier. Nachtspaziergang. Oh Gott, das sieht ja bekloppt. Wir bleiben. Halt, wir nehmen was anderes. Wir nehmen jetzt das Zeitalter der Maschinenzeug. Nachrüsten? Was kann ich da nachrüsten? Na, guck mal, ich kann das den cooler machen. Wir machen das den cooler. Nice. Bringt auch nichts, wir haben jetzt nämlich eh ihn. Okay, weiter geht's. Es geht nach Asperia. Na, ein kleiner Hinweis, ne? Hm, was könnte nur stolliges Schicksal sein? Stimmt, ganz verschiedene Charaktere und so. Hallo. Oh, you made it. I was just explaining the situation to Paul. Hycros wants to shut down the tower, right? Ja. Yes. Archon Elric asked us to find a way to shut down the Omnium Tower, but what should we do exactly? Oh, Elric, leaving such an important job to us. I've checked the internal structure of the Omnium Tower. It's a mess. It'll take some time to rearrange the energy pipeline. Oh, wow, Paul. You know how to stop it? Cut to the chase, Franz. If you have a way, just spit it out. Simply put, we need to find something called Astrum. Have you heard of it? No. Astrum? What's that? It's a kind of artificial omnium crystal and a very efficient energy storage medium. We need it to power the cooling system inside the Omnium Tower. But unfortunately, after the cataclysm, the technology to produce it was lost. It won't be easy to find a complete piece of Astrum. Luckily, I have some friends who deal with things under the counter. They shared some valuable information. There's a fighting competition held around here, and the organizer seems to have put up a piece of Astrum as the reward. A generous prize indeed. So you're saying we should try to win the competition? Well, you know I've said it before. Fighting really isn't my forte, so... Good luck with the Astrum hunting. Leave it to me. I'll win the competition.
Das Wanderprotokoll wurde freigeschaltet. Du kannst alle möglichen Informationen zu den Aktivitäten der Wanderhimmelklan einsehen. Dankeschön. Muss ich? Ach, da. Und dann schließe Wandermission ab. Und zwar tue Dinge. Ja, ja. Ja, mal glaube ich als Skin, ne? Mach das. Benutze Truhenschüssel. Das ist ganz billige Erfolge hier. Aber wir kommen dafür Belohnungen. Wir möchten gerne Belohnungen haben. Wir nehmen die alle gerne an. Dankeschön. So. Okay. So, wir haben noch viel vor uns. Und das machen wir halt jetzt auch, ne? Da hinten sehe ich zum Beispiel noch einen Schwarzkern in der Sonnenblume. Da ist das lustige Dingensbumens. Und da kann ich lang gehen. Deswegen schwingen wir uns jetzt mal darunter. La 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 la. Wir weichen da mal kurz aus. Da ist was in der Truhe. Da sind Fußballfelder. Da ist noch ein Schwarzkern drin. Oh. Schwert. Gut. Eine Sekunde. Da muss man noch reinkommen können. Ich wusste doch auch, wie geht das? Na, öffnen. Ich habe Schlüssel für legendäre Truhen. Ist ja cool. So. Wir laufen da mal zu Fuß dahin, ne? Er hat zu Fuß gesagt. Das war ein lustiger Jokus. Wir benutzen natürlich das hier. Oh, schaut mal. Ein Ausdruckspunkt, Aussichtspunkt. Wo geht's denn runter? Da. Die Mega-Arena. Reisetagebuch Mega-Arena freigeschaltet. Oh. Das können wir nicht kaputt machen. Wir benötigen dafür andere Waffen. Und zwar Waffen wie diese. Waffen. Wir tauschen den Speer aus. Wir nehmen dafür den Eis. Wir haben einen Eishammer. Das ist cool. Nein, Eishammer. Der Eishammer ist jetzt eh. Okay. Sieht ja krass aus. Ja. Gut. Wir brauchen diese Eispartikel, um Eiswaffen zu verbessern. Denke ich. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir alles mit. Und dann geht's weiter zur Arena. Ich möchte aber gerne meine Sense wieder. Wenn wir das da bekommen, dann bekommen wir die coole, mega, super Truhe der Unglaublichkeit. Mega Truhe der Unglaublichkeit. Hallo. Oh. Ja, alles voll gut aus. Super Lichteffekte. Und den Todeswirbel, der Verdammnis. Yeah, super Explosion. Hallo, großer Hundimann. Ich hab noch meinen Raketenwerfer dabei, ne? Genau, hier. Raketen. Ja, manchmal glaube ich das. Und Superstopp. Der bekommt aber sein Schild nicht gut kaputt, ne? Doch, er bekommt er. Wo kommt den kaputt? Der Hundemann ist totgegangen. Jetzt haben wir den. Überraschungsvollmacht, hä? Was? Übermachtschläger, schmeiß Tennisbälle und so. Okay, was? Hallo, mein müllsammelnder Freund. Machst du fein. Darum hau ich dich jetzt kaputt. Bitte, ich habe jetzt hier da oben links. Auf dem, der Karte. Habe ich jetzt blaue Ausrufezeichen. Das sind Quests, die man nebenbei machen kann. Die sind wertvoll für uns. Denn sie geben uns Dinge. Boom, der Riese wurde besiegt. Du auch übrigens. Und du. Gut. Wir kommen jetzt daran. Und mehr wollten wir doch gar nicht eigentlich. Extra Cash? Not bad. Hallo, Krabbe. Ich meine.
Ihr wollt eine Aufgabe erledigen, ne? Müssen wir diesen Fisch sammeln. So, was gibt's denn hier Schönes? Glühwürmchen. Hallo, Jerry. Welcome to Mega Arena. Tach. The competition is underway. Everyone's gunning hard for the Astrum. Das freut mich. I haven't seen you before. Is this your first time here? Want to give it a shot? All the competitors here are the best of the best. Cross. But if you're interested in betting, that's reserved for regulars. Sorry, rules are rules. Glad to see another competitor. Wir kloppen uns da durch. Dixby, the arena manager. He'll make the necessary arrangements. Nein, ich bin Dixby. Guck, ich bin dein Chef. Nicht er. Oh. Hallo, ich bin du. Na? This is Mega Arena. If you're not competing, ich will beitreten. Ein neuer Wettkämpfer. Yep. I'll just tell you the most important one, cause I hate chit-chat. Anything goes, just don't kill anyone. There's also something about no private fights. Yeah, can't remember. You do you. I'll give any rule breakers something to remember. You got that? That's it. A new round is about to start. Come check it out. That one over there with the dual blades is a rookie, just like you. She's up against a veteran called Meepo, who isn't actually that good. Hey, darf ich jetzt mitspielen? Ich will kämpfen. Itching for a fight? Ja. Your opponent is the winner of this match. Gut. And it looks like it's gonna be Katie. Hallo Katie. Next up, an all new mega fight. In the blue corner, we have Katie from Banjus. In the red corner, we have a new contestant from Astra Shelter. Let's get it started! Einen wunderschönen guten Tag, meine Dame. Hi. Und da geht's ja schon nieder. Das war zu einfach. Du musst nur Kanonenfutter und tun. Welches Match? Das war nicht mal eine Herausforderung. Hi. Not bad. I thought you were an amateur. Guess I was wrong. Your next opponent is Max. He's won a few times before. He's pretty popular. You want to talk to him? You can find him in the stands before the match. Ja, Max, der übliche super kluge Junge, ne? Stop looking around. I'm Max, your next opponent. Hey, what's with that look? I don't care who you are or where you're from. Be ready to beg for mercy. Ja, ja, geben wir unser Bestes. I like your attitude. Maybe I won't mess you up too badly. Du wirst gleich weinen. Und ich bin der Neonmann. Bereits versagt, denn ich bin hier. Ihr schreibt tot, ne? Zeitstopp. Du bist nun Kanonenfutter. Okay, er tankt viel. Ich habe eine zweistellige Zahl. Bams. Ja, das war einfach. Ey, der Charakter ist zu stark, ne? King ist zu stark. Ich bekomme einen neuen Bogen. Hallo. Nachtigallfeder. Ich bekomme einen neuen Charakter. Cool. Ins Verbeiling. Danke. Hallo, Chef. Won the semifinal too, huh? Good work. But the final match is gonna be difficult. It's a three-way brawl and the last one standing wins. But today's not your day. Your opponents are the Brutal Brothers. Oh nein. They've got a trick or two up their sleeves. They'll work together to eliminate the third contestant, to make sure that one of them wins. I hate to say this, but it's a long
long shot for you. You can talk to them before the match, but I'm warning you, don't start anything. Und zeigt euch doch mir mal, ihr Wertlosen. Brutale Bruder, hey Gordon. You're up against us in the next round. Too bad. The prize is ours. Du hast bereits verloren. Natürlich wirst du es. Hallo, Mitsuki. Ich schaue nur zu, ich wette nicht. Wenn meine Frau herausfindet, dass ich hier bin, schlafe ich einen Monat lang auf der Couch. Sag also niemand, dass ich hier bin. Wer ist eine andere? Debian? Eines Tages werde ich auch meine Talente zeigen und zum Champion werden tun. Oh, Klick. Okay, ja. Da oben? Hi. The poor fool up against us in the finals? The brutal brothers are gonna chew you up. Gordon benutzt sich nur. What? Gordon still wants to win again? It's my turn, he promised. How dare he double cross me? Tu einfach mit Buffy zusammen. Also ich mit ihm. Na, das ist ja. Ich sag das nicht, ich mach das. The anticipated final is about to begin. Will the Brutal Brothers win again? Or will the Dark Horse cause an upset? Nuff, nuff, nuff. So, wir beide erstmal auf den Kleinen, ne? Der Kleine ist der. Oh, cool. Das geht vielleicht ein bisschen schnell. So, jetzt bist du dran. Nummer 3. Also mein Raketenwerfer. Schön. Er ging einfach so stark. Winning the championship on your first try. That's really something. I would love to fight you. Dann komm her. Almost forgot. Here's your prize, the Astrum. All yours. It'll fetch a good price out there. That's it for today. My work is done, and I'm out of here. Congratulations on the victory. Ich hatte. Es war nur, weil du dabei warst, genau. Franz is waiting for us at the Omnium Tower. We should get this to him quickly. Ich bin hier Stufe 17 und kann hier rumtanzen. Ja, toll gemacht. Wir haben sicher cool neue Sachen. Rucksack, wir haben hier eine von diesen lustigen Truhen. Wir gewinnen eins von denen da. Was ist denn da drin? Da können wir uns aussuchen, was wir bekommen. Versteckte Eiswaffen für Feuerwaffen, für andere Waffen. Verstehe. Ein Truhenschlüssel. Verstehe. Da nichts. Stehe, was bist du? Du bist das Astrum. Okay. Währungen und Geschenkungen. Okay. Waffen, können wir unsere Waffen verbessern? Ich möchte, muss noch stärker sein. Ja, wir können sie noch mehr verstärken. Gut. Und den Bogen. Kann ich den Bogen noch verstärken? Ich habe, glaube ich, meine ganze Vollsache nicht aufgebraucht, ne? Ich mag halt auch Fernkampfwaffen gerne. Schön. Wir müssen jetzt zurück nach den guten Franzmann. Hi. Was machen wir mit dem Motorrad? Okay. Wir fahren ein bisschen Auto mit unserem Motorrad. Da stolz sich butterweich, ne? Okay, das Spiel ist von der Grafik her nicht sehr anspruchsvoll und so. Ich habe Lust, Gewalt anzuwenden. Doch erstmal treiben wir die Story ein bisschen voran. Wenn es darum geht, die Gegend zu verlassen, dann gucken wir uns ja nochmal ein bisschen mehr um. Oder ich skille hier ein bisschen rauf und dann gucken wir uns weiter um, weil...
Es ist nicht so spannend, hier einfach nur rumzulaufen und zu farmen. Na komm. Aufwärts. Hallo. Franz, we have the Astrum. Whew, that was fast. And here I thought you'd have trouble getting it. Now we just need to link it up with the Omnium Tower's control station and activate the cooling system. Das heißt, wir drücken auf den Knopf. Omnium Tower schließen. Und da geht er dann mal ganz langsam aus. Aus, habe ich gesagt. Naja, geht ganz sicher auch aus. Noch in dieser Folge, keine Sorge. Deckel drauf. Sehr deaktiviert. See? We've already quieted the tower down. But that was only the first step. The heirs of Ida are still lurking in the shadows. Shutting down the other four towers won't be that easy. You and Mia should go back to the shelter and say your goodbyes. Banja's Omnium Tower is the closest from here. I'll do some recon on it. Gut. Okay. So, wir können hier Abenteuerkopfgeldmission beginnen. Und wir können hier das da verfolgen, weil mir es gesagt wird. Und nichts anderes tun kann. Und dann machen wir das. Es geht am Abwärtssein. Ich soll da oben aufräumen, dann werde ich da oben aufräumen. Das hängt sehr mit dem Aufräumen zusammen, das ich gleich tun muss. Da ist eine Truhe. Da, wo mein Grappelkopf ist. Aber sie ist offen. Autofahren. Ich weiß, ist ein Motorrad. Glauben die Leute zumindest. So, aber wir können die eine Mission mit einer anderen Mission verknüpfen. Ich weiß, ob ich so oben ein Mädel ist. Ein Mädel sein sollte. Das sagt alles böse. Und das stimmt. Da. Hallo, Amy. Jetzt, wo er weg ist, wo soll ich hin? Wie soll ich ganz allein überlebend am sein? Ich kann ja nicht helfen. Ich kann dir später helfen, keine Sorge. Aber vorher? Die Hyänen-Speer sind übrigens die großen, ne? Das ist jetzt nicht echt. So, wir öffnen diese Truhe. Und wir finden... I'm taking all of it. Ich möchte auch die anderen zeigen, aber er ist halt so stark. Oh, komm, wir versuchen mal. Wir versuchen mal, erstmal machen wir oben das Ding auf. Das ist ein Teletransportierungswegpunkt. Machen wir mal kurz auf. So. Raumriss. Und da gucken wir uns mal kurz die anderen Leute an. Wir haben noch die Ene. Du hast ein Loch im Bauch. Ja, ja. Die ist mehr aus wie eine Krankenschwester, ne? Was wohl da liegt, dass sie halt auch darstellen soll. Die hat eine ordentliche Wumme dabei. Waffen, die wir benutzen können übrigens, ne? Das ist der Nachtigallbogen. Die haben wir gerade, die Dame, gewonnen beim, bei der Arena. Ich finde das aber schon ganz witzig, ne? deine Waffe taugt aber nicht viel. Egal, aktivieren nicht mal.
Auf zu jammern. Deine Waffe ist die, richtig? Die taugt nichts. Müssen wir wohl verbessern. Okay. So. Ich habe alles reingesteckt, was ich gerade konnte an den Dingern. Aufrüstung. Ich kann die Dame nicht aufrüsten, weil ich habe so ein Pnöpel-Dings nicht. Die bekommt man vor allem dann, wenn man aus den Lootboxen halt nochmal den Charakter zieht. Oder einen Charakter, den man schon doppelt hat, dann bekommt man diese Geräte. So, Mädel, ne? Wir versuchen das mal mit dir. Nein, wir wollen deine Spezialwaffe haben. Immer noch gruselig, ne? Du wirkst irgendwie so durchschaubar. Witzig, das war witzig. Ja, doch. Das war sehr, ganz bestimmt sehr witzig. Okay, forcieren wir das mal. Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Item data has been registered. Registered. Der Knüppel ist recht langsam, dafür aber stark. Yeah. Und ich mag eigentlich langsame, starke Waffen, ne? Schon nice. Oh, den wollte ich jetzt nicht. Wollte ich das? Deine Waffe war nochmal auf dem. Wo? Ja? Hau drauf, Mädchen. Du bist ein bisschen langsam. Stark, aber langsam. Draufhauen. Weg. Man muss ja mit allem mal ein bisschen spielen lernen. Okay, sie ist recht lahm. Aber halt gesagt kräftig, ne? Na ran. Okay, der war ein Spezialgegner. Für den gab es irgendwie gerade extra Punkte. Ist fein gemacht. Draufhauen. Ja, wirklich, sie ist stark. Du da oben bist tot. Na, was? Du gehst bitte tot, damit du nicht mehr lebst. Was gibt's denn da? Ich sollte das vielleicht nicht machen, während auf mich geschossen wird, ne? Rare Item. Na toll. Hier ist ein Rare Hammer. Der Hammer ist nicht schlecht. Ich habe eigentlich anderes erwartet. Ich dachte, das wäre so eine Waffe. Ich mag Stehfleisch, das habe ich vorher gesagt. Da, Eier. Ich mache mir ein Omelett. Aus den Eiern heraus. Grüße. Noch eins. Bleib mal da bitte da. Genau, schießt da gut. Calculation Error? Nein. Hüpft sie doch mal zur Seite vor Schrecken. Ja, Zeitstopp. Das war Gamma Mausquiek. Das ist mein Gegner, Gamma Mausquiek. Das ist doch mal ein schöner Name. So, jetzt können wir das da haben, ne? Gibst du mir das bitte? Gut. Das waren, 3 Hygienspeer. Wir müssen aber mehr sein. Bist du einer? Ach, du! Erstmal den Hygienen-Elite vernichten hier. Knüppeldick, ne? Haben wir feine Macht. Immer noch ein. Bist du denn? Ist da oben was drauf? Wow. Toll.
Da ist aber keiner, ne? Ist doch nicht, was ich suche, oder? Du bist nur so klopsi hier. Das wundert mich nun. Hast du ein Hygienespeer? Nee, ne? Hier ist halt keine Hygienespeer. Stimmt der... Der Gucker hier oben, der Ausguck. Wo ist der hin? Ich hab da gerade... Naja, wer weiß. Ich möchte diese Rätsel noch lösen tun. Guck mal. Eins Truhe, zwei Truhe, große Truhe, dreis. Und das ist so ein Dungeon. Mysteriös, Leute, mysteriös. Da unten jetzt. Na gut. Bist du es? Du bist kein Hygienespeer. Ja. Zeiterhaltung. Allgemeines Zeiterhalten. Lass ich meinen Hammer walten. Drüber gehoppelt. Weil es geht. Merke? Hochgelevelte Waffen, ne? Sind stark. Woher kamen die Pfeile gerade? Ach, es waren keine Pfeile. Da oben! Auch kein Pfeil, aber... Es ist ein Schwarzkern. Hui! Mir diesen Schwarzkern. Hui! Oh. Das war's? Okay, das war's. Ich hab's geschafft. Wir haben es geschafft, ne? So, Verabschied von Paolo. Was haben wir hier noch? Ne, Mission, Kopfgeld. Mission zur Folge haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Mission wird verfolgt. Mission das. Nebenmissionen, Hauptquests. Mission von ohne Belohnung. Nachricht. Die Crew. Anleitung. Belohnungen haben wir hier gerade noch nicht. Belohnungen hier Tag 1 für einloggen. Gibt Zeug. Stufenpaket. Wir haben Stufen bekommen. Wir bekommen fürs Aufsteigen von Stufen Belohnungen. Weil man hier für alles Belohnungen bekommt. Wir sind einfach so glücklich. Braucht ihr kein Amazon, wir bekommen die Sachen einfach so ungefragt. Ist nicht super. Es gibt natürlich doch einen tollen Pass, da kannst du gucken. Ne? Das passiert mir aber so schnell nicht. Wieder rein. So, Klosse. Was bist du, Klosse? Piep, piep, piep. Was bist du denn? Glückwunsch zum Halt einer Klose-Versorgungskapsel, ne? Da kannst du doch wohl abhaken tun. Abholen, abholen. Denn man bekommt einfach unnormal viel Zeug hier. Gibt's den Knopf alle abholen? Dankeschön. So, Missy, machen wir weiter. Machen weiter, ne? Okay. Aber dies tun wir verrückterweise erst in der nächsten Folge von. Oh Gott. Wo kommen die ganzen Mädels her? Bis dann. Ciao, ciao.